was in diesem Video passiert. Ich habe gerade Stromschläge bekommen. Wow. Yo, Freunde, was geht ab? Zerberstus ist auch am Start. Hallo. Wie es aussieht, haben wir uns ein bisschen festgefahren, aber wir werden schon irgendwie rauskommen. Wie ihr hier sehen könnt, liegt eine Menge Schnee, immer noch. Und heute werden wir etwas ganz anderes machen. So ganz anders. Ich habe hier so einen 2 Meter großen, aufblasbaren Wasserball bestellt. Hat 150 Euro gekostet. Normalerweise kann man dann da reingehen und mit dem Ball über Wasser laufen. Das werden wir aber ein anderes Mal ausprobieren, falls der Ball das heute überleben sollte. Was wir heute vorhaben, ist, ein paar RC-Autos da reinzustecken und dann mal gucken, was passieren wird. Mit dabei haben wir hier den Arma Fireteam 6S, den Arma Kraton XB 6S und den Traxxas Max. Wir holen den Ball jetzt hier erstmal raus. Und dann gucken wir mal, wie der so aufgebaut bzw. aufgeblasen wird. Also, wir blasen das mal ein bisschen auf, damit das Form annimmt. Mit dabei ist hier auch so ein Kompressor. Damit wir den auch betreiben können, habe ich hier meine kleine Powerbank mitgenommen. Da kann man Geräte bis zu 1000 Watt anschließen. Der Kompressor, der sieht einfach aus wie eine Handgranate. Geht schneller als gedacht, das Aufblasen. Jetzt müssen wir erstmal das Auto da reinstecken. Wir fangen an mit dem Max. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es da einen fetten Reißverschluss. Oh, GoPro mache ich noch auf den Max drauf. GoPro ist jetzt drauf, Reißverschluss machen wir zu. Und dann wird geblasen. Also aufgeblasen, ja. Wenn ihr in Zukunft solche Experimente nicht mehr verpassen möchtet, dann ergreift jetzt eure Chance, abonniert kostenlos Johnny Hunt und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Schaut euch das an, Freunde. Ich denke, das Ding ist fertig. Da ist schon ein bisschen Druck drauf. Ey, meint ihr, wenn man so da drin wäre und dann würde man furzen, würde das irgendwann abziehen oder müsste man das die ganze Zeit riechen? Okay, Freunde, ich würde mal sagen, Zerberstus, gib mal ein bisschen Gas, aber noch nicht so viel. Alter, er fährt einfach in diesen Ball. Das erinnert mich irgendwie früher an meinen Hamster, der hat auch so einen Ball, womit er durch die Wohnung laufen konnte, ey. Und fährt sich gut? Ja. Fast wie ohne Ball. Man kann den auch jetzt hier auf dem Schnee einfach schieben. Geil. Alter, ich habe gerade Stromschläge bekommen. Fahr mal an dir vorbei und guck mal, ob du Stromschläge kriegst. Hä? Ich gehe noch mal dran, vielleicht hört man das auch auf der Kamera. Ja, ohne Scheiß, du kriegst Stromschläge. Hä? Spürst du das? Klar doch nicht. Also das fühlt sich so an, als wenn zwei Personen aufgeladen sind und man fässt sich halt dann an. Zieht euch das rein, Freunde. So entspannt. Bleibt mal stehen. Das ist gar nicht so einfach, ne? Wollen wir mal Dings probieren? Ja, Mann, Looping. Okay, ich bin bereit. Ja. Wow! Alter! Ey, sieht so geil aus, ne? Alter! Oh! GoPro ist ab, ey!
Ja. Jawohl, jawohl. Ja. Alter, ey, das. Oh Mann, ey. Okay, gib nochmal Gas. Oh. Oh, oh, oh. Das war nix. Das ist so abgefahren, ne? Ist ein bisschen Luft raus jetzt? Ja. Oh, oh. Ein bisschen Luft ist rausgegangen. Ich hoffe, der ist nicht gerissen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist schon stabiles Material. Laber nicht. Oh, guck's dir an. Oh mein Gott, Mann. Ist einfach gerissen. Wieso reißt das denn? Das kann doch nicht sein. Ich habe ein paar Mal gehört, wir sind gegen, naja, gegen das Ventil gekommen. Aber trotzdem, das ist ja trotzdem kein Grund, warum das reißt. Vielleicht wegen Kälte auch. Oh. Also das war unerwartet und auch ein bisschen traurig. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich mir nochmal so einen Ball bestelle und wir noch weitere Experimente damit machen, auch zum Beispiel mal über den See laufen oder mit dem Auto über den See fahren oder vielleicht mal einen heftigen Sprung oder so, dann lasst einen Daumen hoch da und wenn dieses Video 10.000 Daumen hoch erreicht, dann bestelle ich noch einen, da werden wir das nochmal wiederholen. Ich habe noch nie so einen fetten Reißverschluss gesehen. Ich auch nicht. Da stand in der Beschreibung auch, dass das ein deutscher Reißverschluss ist. Okay. Die Akkus von den Fahrzeugen müssen auch leer gefahren werden, deswegen bashen wir eine Runde. Also, der Traxxas Max, der fährt am schlechtesten im Schnee. Der hat nicht so viel Bodenfreiheit und vielleicht nicht die besten Reifen. Der Kraton, der fährt schon richtig gut im Schnee, aber der ist auch nicht so hoch. Aber man kommt schon richtig gut vorwärts. Und der Arma Fire Team, der fährt hier am besten. Ich glaube, der hat auch die größten Räder. Am meisten Bodenfreiheit von den drei, also mit dem kommt man richtig gut durch. Der hat auch den Weitsprung-Contest gewonnen. Ich habe wirklich sehr oft in den Kommentaren gelesen und sehr viele Nachrichten auf Instagram bekommen. Zerbersus hat auch viele Nachrichten auf Instagram bekommen, dass wir mal ein Boot im Schnee fahren lassen sollen. Und das werden wir auch tun. Momentan ist das hier so richtiger Eisschnee, ihr könnt das hier erkennen. Darauf kann man mit dem Boot nur ganz schwer, wenn überhaupt, fahren. Man braucht da am besten Pulverschnee. Und wenn es ein bisschen kälter wird, der Schnee etwas trockener ist, dann werden wir versuchen, das Ganze mit dem Boot mal zu befahren. Also habt da etwas Geduld. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, mit dem Auto hier rauszukommen. Da sind Allwetterreifen drauf. Ich habe gehört, die sollen etwas schlechter als Winterreifen sein bei Schnee. Mal gucken, ob wir rauskommen. Es sieht echt nicht wild aus, ne?
Also eigentlich sieht es so aus, als wenn man locker rauskommen müsste, ne? Aber ihr seht's ja. An dieser Stelle muss ich sagen, nein, ich vermisse den GLK überhaupt nicht. Nicht mal 1%. Okay, wir haben es geschafft nach einer halben Ewigkeit. Ich habe da ein bisschen geschoben und ich muss sagen, das hat es einfach gebracht. Hätte ich niemals gedacht. Also war ein krasser Unterschied. Nur noch einen Monat, dann ist der GLK fertig. Dann ist das Schnee auch weg.